Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um die Schlagzeilen, die es aktuell gibt über Germany's Next Topmodel-Gewinnerin Celine Bethmann. Und ihr habt mich ja darum gebeten, dass ich einfach mal ein Video dazu machen soll, weil ich sie persönlich kenne seit sehr vielen Jahren. Und ja, ich bekomme die Kritik an ihrer Person mit und habe teilweise so ein bisschen das Gefühl, dass die eigentliche Kritik, wenn man überhaupt Kritik üben sollte, in eine völlig falsche Richtung geht. Und deswegen dachte ich, ich mache ein Video darüber. Ich sage euch meine Meinung. Es ist nur meine Meinung. Ihr alle könnt es anders sehen. Also ihr könnt wirklich entspannt in dieses Video gehen. Und ich würde sagen, ja, auch wenn es mir schwerfällt, wir fangen an. Ich freue mich auf euer Feedback, ich freue mich auf ganz viele Daumen nach oben und ich würde mir an dieser Stelle wünschen, dass ihr einfach sachlich seid bei dieser ganzen Thematik. Ich kann mir vorstellen, dass viele jetzt einfach schreiben werden, so ja, Ramon, du bist ja sowieso nicht neutral in dieser ganzen Debatte, weil du kennst ja Celine seit 5 Jahren, ich glaube seit 5 Jahren, ja. Und ich möchte euch sagen, gleich vorab, dass ich trotzdem versuche, diesen Sachverhalt ganz neutral zu bewerten und dass ich Celine als eine Person kennengelernt habe, die niemals etwas tun würde, um selber bewusst in die Schlagzeilen zu kommen. Ja? Weil das ist nämlich so ein bisschen der Vorwurf, dass sie diese ganze Thematik in irgendeiner Art und Weise inszeniert hat, um Schlagzeilen zu kassieren. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das so, wie es gerade stattfindet, in ihrem Interesse ist, weil das Feedback ist ja nun wirklich nicht positiv. Ich fasse jetzt erstmal ganz kurz für euch zusammen, was passiert ist und versuche diese einzelnen Puzzlestücke irgendwie zu ordnen. Ich sage ganz bewusst einfach nur angeblich, sagen wir einfach mal angeblich für alles, was das Video betrifft, für den Fall, dass ich es vergesse, weil ich keinen Bock habe, irgendwie eine Klage zu bekommen, weil ja, hier sind ja noch ein paar andere Personen involviert und das ist natürlich schon irgendwie eine sehr, ich will nicht sagen eine brisante Thematik, es ist eine unangenehme Thematik und es ist eine sehr private Thematik. Okay, also, es geht bei dieser Thematik unter anderem auch um Mats Hummels und Kathi Hummels. Wer sind diese beiden? Für alle, die es nicht wissen, Mats Hummels ist ein sehr bekannter Fußballspieler in Deutschland und Kathi Hummels ist die Frau an seiner Seite gewesen oder ist es noch? Weiß ich nicht. Ich habe mich ehrlich gesagt nie mit dieser Thematik beschäftigt. Ich weiß, wie viele von euch, dass sie verheiratet sind, ob sie es noch sind oder nicht, keine Ahnung. Ich glaube, sie sind es tatsächlich. Und es gab irgendwann mal Gerüchte, ja, über eine Trennung, aber ob es am Ende zu dieser Trennung gekommen ist, weiß ich nicht. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht verfolgt. Ist mir auch komplett egal. Das geht ja auch an dieser Stelle niemandem was an. So viel dazu. Dann ploppten vor ein paar Tagen, oder war schon wieder vor einer Woche, ich weiß es gar nicht mehr, eine News auf in den Medien. Celine Bethmann, Germany's Next Topmodel-Gewinnerin, datet Mats Hummels. Und das hat sie dann auch in einem Interview, ich glaube, war das VIP.de oder so, bestätigt. Wie ist man drauf gekommen? Sie hatte eine Instagram-Story gemacht, wo einfach nur stand, ganz klein, Dinner-Date und dann war er halt markiert. Und da fängt jetzt schon so die erste Kritik an, dass Leute irgendwie sagen so, ja, warum macht sie das denn nur, um in die Schlagzeilen zu kommen? Denke ich mir so, ich kann diesen Vorwurf verstehen, weil das wahrscheinlich ganz viele Leute bewusst machen würden und sich da irgendwie was erhoffen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Celine ist halt einfach nicht so. Und dann sagen die Leute, ja, warum hat sie es denn dann gemacht? Ich habe sie jetzt nicht danach gefragt. Aber Celine ist jemand, die natürlich die Leute mit in ihr Leben nimmt. Sie postet super viel von irgendwelchen Sachen, die sie gerade erlebt. Und ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so problematisch. Würde ich jetzt solche Sachen posten? Weiß ich nicht. Vielleicht erst ab einem bestimmten Status der Dating-Phase oder ab einem bestimmten Status der Beziehung oder whatever. Aber ich bin da auch nicht der Maßstab. Das muss jeder irgendwie für sich entscheiden, finde ich. Also deswegen, da gibt es irgendwie keine Richtlinie, da gibt es kein Handbuch. Okay, hat sie gemacht. Habe ich mir ehrlich gesagt nicht viel bei gedacht. Dann sind natürlich diese Schlagzeilen aufgeploppt, aber mir auch so gedacht, okay, es kann natürlich auch sein, wenn die jetzt irgendwo essen gehen würden oder so und sie abgelichtet werden, kommt es aufs Gleiche raus. Unabhängig davon gehe ich auch einfach mal davon aus, dass man vielleicht das in dieser Konstellation besprochen hat, ob es okay ist, sowas zu posten oder nicht. Denn jetzt geht die ganze Geschichte weiter. Laut Bild, also ich verlinke auch nochmal so einen Bildartikel unten drin, da sind Fotos von Celine, die wohl in der Villa von ihm entstanden sind. Ja, die hat sie gepostet, gleiche Kritik wieder, warum macht sie das, bla 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 bla. Jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, ich meine,
Ich wüsste doch gar nicht, wo diese Fotos entstanden sind. Das weiß ich jetzt, weil das in der Bild stand, dass das angeblich in der Villa von ihm sein soll. Aber wenn man, das war einfach ein Schlafzimmer und das war eine Küche. Also kein Mensch kann daraus ableiten, dass das irgendwie in der Villa von ihm entstanden ist. Okay, gut, lassen wir das jetzt erstmal an dieser Stelle stehen. So, dann ploppte aber plötzlich Kathi Hummels auf, die irgendwie immer so ein bisschen gestichelt hat, so nach dem Motto, Dinner Date. Also da dachte ich so, wow, okay. Die findet das wahrscheinlich nicht so cool. Scheinbar sind die irgendwie noch zusammen. Weil, warum äußere ich mich dazu? Also, ich hatte mal das Gefühl, die haben ein gutes Verhältnis miteinander, weil sie auch ein Kind miteinander haben. Aber ich dachte dann, nachdem Celine das gepostet hatte, dass es ein Dinner-Date gibt, dachte ich, dass die nicht mehr zusammen sind und habe mich für Celine gefreut. Weil, warum sollte ein verheirateter Mann, der noch in einer Beziehung ist, also man kann ja auch nicht mehr zusammen sein und trotzdem noch verheiratet, ne? Ich sage jetzt einfach mal, warum sollte der eine andere Frau daten, wenn er eigentlich glücklich vergeben ist? Macht für mich keinen Sinn. Deswegen dachte ich, okay, die müssen auf jeden Fall getrennt sein, weil sonst macht das ganze Thema ja keinen Sinn. Dann hat Kathi Hummels so ein bisschen gestichelt und da dachte ich so, okay, das stört sie irgendwie. Die sind wahrscheinlich doch nicht auseinander, weil sonst könnte es ihr egal sein, wenn er eine andere Frau datet. Sein Problem, wenn sie einen anderen Mann datet, ist ja auch ihr Ding, ne? So, dann hat Kathi Hummels einen Screenshot gepostet von einer, ich sage jetzt wieder ganz bewusst, angeblichen Nachricht von Celine Bethmann, die erste Nachricht bei Instagram, wo Celine der Kathi Hummels angeblich einen Artikel geschickt hat, so nach dem Motto, guck mal, ich date deinen Mann, Freund, whatever. Ich glaube, die sind noch verheiratet, ich habe es vorhin schon mal gesagt, deswegen Mann. So, Celine hat davon wiederum einen Screenshot gemacht, hat es in ihre Story gepostet und hat gesagt, glaubt nicht alles, was ihr lest, Fake News. Da lese ich heraus, dass Celine sagt, hey, ich habe diese Nachricht gar nicht geschickt. Bedeutet, einer von beiden lügt. So what? Ich nehme jetzt mal die Worte von Celine zur Kenntnis, weil ich sie einfach super lange kenne. Ich möchte jetzt aber auch Kathi Hummels nichts unterstellen, weil ich mir jetzt auch nicht die Intention vorstellen kann. Aber ist egal, ich stehe jetzt quasi Aussage gegen Aussage. Und für die Leute, die jetzt fragen, ja, man kann so einen Screenshot relativ leicht faken. Es gab doch vor ein paar Wochen gab es da so eine Schlagzeile, war das wegen Olaf Scholz oder so, wo auch jemand sowas gefaked hat, wo es danach aussah, als wenn Olaf Scholz der Person geschrieben hat. Ich glaube, es war irgendwie im Zusammenhang mit dem Dschungel. Also daran möchte ich euch sagen, wenn man das faken möchte, kann man das ganz leicht machen. Ich möchte nicht sagen, dass Kathi das gemacht hat, aber gut, Celine sagt Fake News und ich lese daraus, habe ich nicht gemacht. So, dann kommt jetzt natürlich dieser ganze Vorwurf so ein bisschen, so nach dem Motto, was mischst du dich da in eine Beziehung, in eine Ehe ein, whatever. Also die Kommentare, egal unter welchem Artikel, ob bei Social Media oder sonst wo, sind super negativ und alle anti-Celine. Daraufhin hat Celine einen Screenshot gepostet, womit sie dann auch geschrieben hat, ich bin raus aus dieser Nummer. Woraus hervorgeht, das war ein Screenshot von einem Textverlauf mit Mats Hummels, wo sie ihn gefragt hat, ich würde jetzt einfach mal sagen, dass es irgendwie so das erste Date war oder vor dem ersten Date, I don't know, bist du Single? Und er hat gesagt, ja, sonst würde ich dich nicht einladen. Das hat sie gepostet, Celine ist kein Mensch, die private Nachrichten veröffentlicht, generell habe ich noch nie gesehen. Das hat sie halt dann einfach gemacht, weil die Leute ja sagen so, ey, was mischst du dich in eine Beziehung ein? Und damit ist sie raus aus dieser Nummer, weil sie sagt, hey, ich habe ihn gefragt, er hat gesagt, er ist Single. So, dann gibt es auch einen ganz dubiosen, ich sag jetzt mal Insider, einen Freund von Mats Hummels, angeblich bei Bild, der hat sich irgendwie auch ein bisschen geäußert. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wie ernst man das nehmen kann, weil da steht halt kein Name und ich mir immer so denke, okay, wenn es jetzt wirklich ein guter Freund von Mats ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass er in die Medien gehen würde. Auf der anderen Seite möchte ich jetzt Bild auch nicht unterstellen, dass sie diese Zitate gefaked haben, ne? Also das glaube ich jetzt irgendwie auch nicht. Aber ja, ich lese euch das mal vor, weil da steht nämlich drin und das finde ich irgendwie noch total komisch. Also dieser enge Freund des Kickers stellt gegenüber Bild klar, Mats hat keinen Kontakt mehr zu ihr. Eine Frau, die öffentlich sagt, ja, wir daten, würde nicht die Frau sein, die Mats wirklich daten würde. Da möchte jemand den Ruhm abgreifen. Okay. Nehme ich so zur Kenntnis. Man kann jetzt über dieses Thema Ruhm abgreifen denken, was man möchte. Also ich meine, was bringt ihr das jetzt? Okay, sie hat jetzt irgendwie Schlagzeilen, sie hat jetzt negative Schlagzeilen. Die Schlagzeilen sind nicht unbedingt positiv. Bekommt man dadurch Instagram-Follower? Weiß ich nicht. Könnte man gucken? Vielleicht. Die Frage ist, bleiben diese Instagram-Follower? Weiß ich nicht. So, ja. Also, ja,
Man kann jetzt sagen, wenn man sowas postet und man eine öffentliche Person des Lebens ist, dann kann man ja abschätzen, dass es irgendwie große Wellen schlägt, aber so, why not? Ja, also ich meine, es gibt so viele Leute, die irgendjemanden daten und das dann öffentlich machen, sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht als Problem. Ich glaube, es wird ja jetzt nur in diesen negativen Kontext gedrückt, weil durch diese Reaktion von Kathi Hummels, jedenfalls bei mir, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, der Eindruck entstanden ist, die sind noch zusammen. Und dann muss ich mir diese Frage stellen, okay, warum datet der Mann eine andere Frau? Und wenn sie nicht mehr zusammen sind, was wir alle nicht wissen, dann ist es ja gar kein Problem. Worüber regen wir uns dann auf? Dass sie irgendwelche Sachen in der Story gepostet hat? Also ich meine, das geht uns ja gar nichts an. Ich glaube, das wäre ja auch ehrlich gesagt gar kein Problem. Diesen Eindruck habe ich. Bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ich habe das Gefühl, seitdem Kathi Hummels sich dazu geäußert hat, ist dieser Eindruck entstanden, da läuft noch was und deswegen steht es jetzt in einem negativen Kontext. Weil, wie gesagt, ich habe diesen Screenshot ja auch gesehen, habe mir nichts dabei gedacht, dachte so, ah ja, die daten sich, why not? Cool, freut mich, ja. Ich glaube, es ist ein bisschen wie diese Geschichte mit Jenny Elvers und Mark Terenzi, ne? Also ich will jetzt hier keinen Bekanntheitsgrad oder sonst was vergleichen, aber da sind ja auch irgendwelche Fotos aufgetaucht und da hat ja auch keiner was gesagt, so nach dem Motto, oh ja, die haben sich jetzt in der Öffentlichkeit geküsst, um irgendwie Reichweite abzustauben. Ich meine, das sind öffentliche Personen des Lebens. Irgendwann kommt das ja sowieso raus. Also wenn es danach geht, dürfte man ja nie eine Beziehung öffentlich machen, weil man ja dann immer sagen könnte, die will nur Fame. Und man sagt jetzt ganz bewusst, die will nur Fame, Celine, weil sie ja das Model ist, er der Fußballer, man ja jetzt sagen könnte, er ist viel bekannter als sie und sie möchte Fame abstauben. Diese Vorwürfe habe ich alle gelesen, kann ich ja so nicht bestätigen, weil ich Celine seit vielen Jahren kenne, aber ich akzeptiere auch die Meinung von anderen. Ich wollte einfach nur mal so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Und ich möchte ganz zum Schluss nochmal diese Frage stellen, sind die jetzt zusammen oder sind sie nicht zusammen? Und ich rede von Mats Hummels und Kathi Hummels. Dass das Thema mit Celine irgendwie sich erledigt hat, glaube ich, das haben wir alle verstanden. Aber irgendwie bin ich jetzt hier am Ende dieses Videos und frage mich, was ist eigentlich das Problem? Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen. Leute regen sich darüber auf, dass sie eine Story postet. Geht euch nichts an. Im klassischen Sinne, ne? Diese Fotos, die in der Bild sind, kann euch auch egal sein, mir auch, weil ich hätte diese Wohnung nicht mehr erkannt. So, dann äußert sich Kathi Hummels dazu. Welcher Eindruck entsteht? Die sind noch zusammen. Dadurch ist Celine die Ehebrecherin in Anführungsstrichen. Ja, sie beweist da durch einen Screenshot. Ich habe ihn vorher gefragt, bevor wir uns gedatet haben, er hat gesagt, er ist Single. So, und jetzt die ganz große Frage, wer ist denn überhaupt Single? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin sehr gespannt.